Juhu und alle willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Anniversary. Im letzten Part haben wir dieses Rätsel in luftiger Höhe, nenne ich es mal, gelöst. Ja, ich weiß gar nicht, ob man ganz nach unten kommt. Ich will es eigentlich gar nicht ausprobieren. Man könnte versuchen mit Leiter, aber dann komme ich auf jeden Fall nicht mehr hoch. Aber ich vermute mal, dass man irgendwie durch diesen mysteriösen Gang hier irgendwo lang kommt. Aber erstmal drücken wir diesen Hebel hier, um zu sterben. Okay. Ich sehe, das Ganze ist auf jeden Fall voller Funktionalität. Okay. Hätte ja klappen können und so, ne? Aber wir können natürlich einfach elegant drüber klettern. Wie ich gerade sehe. Ich weiß nicht genau, was mir das bringt, aber ach, da ist einfach ein Gang zum drüber. Dammit, stehst du mir cool. Sollte ich da einfach nur schräg springen? Ja, aber so schwer ist es doch nicht, oder? So schwer ist das doch nicht. So, jetzt hier nach hinten. Ja, das solltest du. Ich bin sogar weiter gesprungen, als ich dachte. Ja. Gibt es ja auch nochmal einen Hebel zum Aufmachen. Okay, das scheint zu funktionieren. Naja, okay, sind die eine Hälfte der Falle noch irgendwie zu schnell. Okay, dann halt nicht. Wow, what the fuck? Das klingt nach einem Ort zum Sterben. Immer die Teile, die oben sind, da ist Strom drauf. Sagte er und kam in Stromschlag. So muss man auf den sanften Weg. Ja, aber willst du etwa sterben? Nein! Okay, let's do it again. Jetzt ist eigentlich nicht so schwer, aber okay. Wie jetzt in Hitler. Danke. Ja, jetzt ist es drüben zu, okay. Ich bin wahrscheinlich jetzt. Oh, Thors Hammer. Den würde ich gerne mitnehmen. Das ist eine schöne Zeitung in Bam, 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 bam. Was, den kann ich nicht verschieben, okay. What should I do? Should I do? Oben ist was zum Erholen. Okay, offenbar dann noch nicht. Ach, das sind solche. Ich kann das doch verschieben. Ja, doch krass, ein Symbol. Ich muss ihn doch garantiert in die Mitte stellen. Oder in einen der Erhebungen. Das werden wir ja gleich sehen. Wahrscheinlich eher da, wo jetzt der Hammer runterkommen muss. Nein, nicht leveln. Oh, dumme Kuh. Ja, jetzt ist der Hammer einmal runtergekommen, okay.
Okay, jetzt. Jetzt kann ich nicht mehr draufstehen, auch gut zu wissen. Okay, ich kann ihn nicht mehr draufstellen. Der Hammer ist jetzt auf jeden Fall einmal runtergekommen. Wahrscheinlich, ich muss ihn da draufschlagen lassen und dann irgendwo in die Mitte tun. Fragezeichen. Oh, Perspektive. Siehst du, weil die Kamera jetzt mitdreht? So, es sieht auf jeden Fall sehr schön aus, ne? Achso, ich kann die wahrscheinlich irgendwie elektronisch aufladen. Oh, weißt du, wenn die Kamera dreht dann, und ich seitwärts gehe, dann fängt die an sich zu drehen. Oh, Perspektivsteuerung, wer hat sich das ausgedacht? Ganz ehrlich, Leute. So, das ist einfach zu leicht. Okay, nehmen wir halt diesen schweren Stein, der den Lehrer benutzt. Das wäre jetzt ein Stück Pappe. Und der super realistisch an irgendwelchen kleinen Minikanten abprallt. Ernsthaft, sag mal, nicht das Spiel buggt rum, weil ich ihn außerdem mit einem falschen Effekt ausgelöst habe. Schrotflintenmunition und so, ne? Und da oben ist ein Medipack, das wäre vielleicht cooler gewesen. Egal. Und jupp. Oh, ernsthaft. Da müssen wir ran. Das ist nämlich die goldene Fackel. Fackel, ne, nicht ganz, aber. Close enough, sag ich mal. Komm schon, der war bitte ein bisschen mit Geschwindigkeit. Oh, ernsthaft, ist das zu hoch? Okay, da kommen wir offenbar nicht hin so einfach. Na, was soll jetzt noch ein Pack? Es ist nur ein Medipack. Weil ich eigentlich schauen wollte, was hier hinten ist. Ein Secret. Ja, hier wurde offenbar ein Hammer gemacht. Oh, hier. Yay. Das ist irgendwie eine harte Griechische auf Tor halt. Glaube ich. Ich bin aber jetzt auch nicht der super Dings dafür. Oder was wollen die Zeichen mir sagen? Er ist geritten, wird angehalten und ist verdeckt geritten. Er wird von einem anderen Pferd getreten, okay. Oh ja, ich wollte Geschichtslehrer werden. Okay, dazu soll ich glaube ein bisschen mehr Zeug wissen. What the fuck? Okay, das ist wahrscheinlich kaputt gegangen, weil ich ihn runtergetan habe. Und daraus ist noch so eine Büste gekommen. Okay. Stellen wir dir mal ganz irgendwie hier hin. Also fahre ich jetzt das schon mal nicht, ne? Vermute ich mal, dass es in diesen Stein da drüben ist. Auch in der Büste drin. Und diese müssen wir dann wahrscheinlich gleich einen Hammer kaputt machen lassen. Das Problem ist, dieser Hammer, das Teil da, lässt sich nicht da reinschieben. Okay, jetzt geht's doch. Hä, es ist. Na, was soll's. Okay. Okay. Ich habe nichts gesagt. Tun wir diese schöne Büste jetzt auch mit da rein. Da, wo noch eine fehlt. Und jetzt lösen wir diesen Hammer wieder aus.
können wir da raus, aber vorher schnappen wir uns das Teil da. Den Schlüssel für irgendwas. Cool. Haben wir irgendwas zugegangen? Garantiert tauchen jetzt wieder irgendwelche random Raptoren auf. Da waren wir auch schon mal weiter hier, ne? Ah, ich hätte es jetzt schon längst geschaut. Fall wieder runter. Und dann müssen wir jetzt ja dran springen. Bam. Und dann müssen wir nicht mehr hoch. Okay, versuch was wert. Aber so müsste es eigentlich funktionieren. So müsste es eigentlich funktionieren in der Theorie. Oder wir springen einfach elegant hier rüber. Fast. Okay, auf ein neues. Ich habe schon die Idee, wie man es macht. Ja, man muss jetzt nur die entsprechende richtige Kante greifen. Okay. Okay, ich versuche nochmal mit hochspringen. Eins, zwei und jetzt. Muhaha. Na, tauchen jetzt wieder irgendeine random Gegner auf, die vorher nicht da waren. Cool. Wollen wir mutig sein? Wir sind mal mutig. Wow. Okay, hat sie überlebt. So, wir waren jetzt bei Herkules. Und wir müssen zu Atlantas. Ich frage mich gerade, wie wir hinkommen. Wir kommen da von oben hin, aber die Fackeln sind nicht an. Ergo, wir kommen da nicht einfach rein. Sondern wir versuchen es einfach mal mit runtergehen. Hier ist. Wir müssen wahrscheinlich einfach da. Oh ja, komm, backen wir noch ein bisschen rum. Geht sogar. Wir müssen wahrscheinlich wieder das Teil rausziehen. Ist da noch irgend sowas zum rausziehen? Poseidon ist auch offen. Aber bei Poseidon drin. Nein, versuchen wir einmal hinzukommen, ich glaube. Ist auf jeden Fall. Oh, das nächste Weg, okay. Das klingt nach einem Plan, oder Lever? Das klingt nach einem Plan. So. Das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Oh, Perspektivik, bitte. Deswegen. Wer hat das verbrochen? Den Programmierer würde ich gerne persönlich sprechen. Jedes Mal geht es mal komplett auf. Wieder so ein Rätsel, ernsthaft. Lass euch mal was Kreativeres einfallen. Eins, zwei, drei. Bam. So. Okay, Ratten, den schnell tot. Oh nein, sicher hätte ich mir denken können, Poseidon, er ist gleich Tauchrätsel. Aber erstmal Medipack.
wir gehen schon ziemlich tief runter, glaube ich. Okay, Leute, aber voll hier Cliffhanger, eigentlich eher Waterboard-Hanger oder sowas, keine Ahnung. Im nächsten Part geht es hier weiter. Ja, bis dahin, ciao!